in meinem Wohnzimmer schwerer zum Gehen. Liegt gerade mehr. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht's für uns nochmal auf den Gampen. Diesmal sind wir zu zweit. Letztes Mal waren wir ja zu dritt und da war es so süß, das habt ihr im Video gesehen. Jetzt haben wir gesagt, wir warten es nochmal ab, wenn es kälter wird. Und machen nur einmal. Ja. Ja, und jetzt ist unter der Woche, deswegen kann die Vicky nicht aus. Die muss da immer Urlaub ein bisschen früher anmelden, genau, wie wir. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal, ob wir heute mehr Glück haben. Genau, probieren wir es aus. Also kalt ist es auf jeden Fall, heute schon baut ist eingefahren. Besten Voraussetzungen. Wie gewohnt wird mal wieder fotografiert, aber schaut euch mal den Bart an, da hängen jetzt wirklich Eiszapfen dran. Macht und Rocks. Sach, oder? Ja, wir wollten es auch kalt haben, oder? Wir wollten es kalt haben. Mal wieder, jetzt habt ihr es ja gesehen, wir versuchen es an und da hat sich so geärgert und gesagt, ah, es muss einmal kalt werden. Und jetzt haben wir es jetzt eigentlich nicht, warum ist es wieder warm? Das stimmt. Was ist denn für ein Gang drin? Da hört man vollgas die Vögel zwitschern, da weiß man schon, dass es wirklich Frühling ist. Aber anfühlen tut sich im Moment eher nach Winter. Jawohl. Treibst du mal dumm? Den Radl in der Wöhn. Ihr seht, wir haben jetzt bald mehr Schnee als bei unserem ersten Versuch. Die Karlsbronn hat noch mal ordentlich was abgeladen und dementsprechend sind wir gerade am Ende unserer Fahrkapazität angekommen. Ja, leider. Martin gibt es noch nicht so ganz auf. Ah, gut. Jetzt gab es gerade kurz einen Riegelstopp. Energie auf Ski. Nein, ich weiß auch, wir brauchten einen Apfel. Er strengt ganz schön, das Affe. Verzeiht kann du bist ganz viel vom Essen noch bei der Oberlippen. Ich bin ja auch noch beim Essen. Das ist Wahnsinn. Ja, wenn sich viele fragen, warum machen sie denn jetzt schon wieder das mit dem Fatbike und Fatbike und Schnee? Wir wollen ja heuer hoch hinaus. Wir haben ja Sinn, dann schon Pedale zu machen. Jetzt sind wir da noch ein bisschen so gesagt, ja, Schnee fahren, solange das geht und uns halt ein bisschen mehr ablangen, das Ganze. Weil ja, der Cevedale nicht aber wärst, bis auf den Frühjahr hier. Oder Frühsommer sollte man den machen, allzu lang sollte man da nicht warten, weil er doch ein bisschen mit den Gletscherspalten nicht ohne ist. Werden wir schauen, wie es geht. Ja, wir sind da jetzt im Skigebiet hinaufgelassen. Jetzt hat in der Kaltfront ein bisschen was draufgelegt, ist ganz cool, relativ kompakt. Und wir haben jetzt ungefähr nur so, schätze ich, 250 Höhenmeter. Letztes Mal hat uns das ja ganz schön das Genick gebrochen. Da war es so ein Switz, das habt ihr ja im Video gesehen, eh nicht lang her. Und nur war Steigen einfach furchtbar, also das war Wahnsinn. Hoffen wir, dass es diesmal besser klappt. Ja, ja. Eine Mickey Maus war da, ja, habe ich gesehen. Jetzt ist sie schon halb hin. Ja, das ist ein bisschen zusammengestiegen, ja. Können wir oben noch nicht machen. Ja, passt. Da machen wir erstmal nicht, haben wir gesagt, oder? Das haben wir ohne, weil es so kompakt ist, echt cool. Und, ja. Da geht's rauf. Super cool. Hookerbike. Totaler Fan davon. Aber hab die Ösen am Winterrad vergessen. Ja. Such das aus, werde ohne auch gehen müssen. Das Problem, wenn man zu viele Bikes hat. Ja, leider. Hier geht es ganz schön steil rauf, haben wir gerade schon festgestellt. Ja. Aber geht super zum Gehen. Ja, absolut. Viel besser diesmal. Das ist in meinem Wohnzimmer schwerer zum Gehen. Liegt gerade oben. Schlag jetzt noch. Na, rutschig. Weniger rutschig ist bei dir im Wohnzimmer. Jojo. Der Prozedere nach. Ein paar von euch, wenn sie denken, wo bei denen in der Kindheit die Schaukel zu nach der Hausmauer? Hm? Nein, es ist wirklich lustig, wenn man das tut. Nur das hinauf, das ist echt hart. Das ist Ewigkeiten am Weg, fast 5 Stunden jetzt. Gell? Ja, genau, 5 Stunden. Von einem echt nur 3 Stunden Kaffee trinken, glaube ich, und 1 Stunde geratscht. Ja, die letzten Meter zum Gipfel. Der Martin hat ziemliche Tarnfarben an. Ich hoffe, man sieht ihn überhaupt, aber ich glaube schon. Jetzt sind wir beide hübsch fertig. Das war jetzt echt noch anstrengend, da das Bike die ganze Zeit hochschieben, tragen war auch zum Teil möglich, haben wir auch gemacht. Aber teilweise ist es so rutschig, dass es mit dem Radl am Rücken dann wieder nicht so lustig war. Dann haben wir doch wieder geschoben, aber jetzt haben wir es dann gleich geschafft.
Ah, da sitzt er schon am Kreuz. Wie wenn er schon ewig oben wäre. Aha. Das hat sich jetzt echt noch zu. Recht noch wohl leider wieder rum. Bergheil? Bergheil. Ja, bevor ich ihn vergesse, mache ich ihn lieber gleich. Kurzer Panoramaschwenk. Einmal ringsrum, oder? Einmal rund um den Tumpel. Da drüben ist die Hohe Salbe. Da waren wir heuer auch schon zweimal. Dann natürlich der Wilde Kaiser. Da war ich schon länger nicht mehr. Ihr wart mal irgendwann. Kitzbühler Horn. Da sind wir auch öfter unterwegs. Aber heuer auch noch nicht. Und dann Skigebiet Kitzbühel eben mit Pengelstein, Schwarzkogel, kleiner Rettenstein, großer Rettenstein, Brechhorn. Ja, und hinten der große Venediger und Glocknerhorn dauern müssen. So. Okay. Ja, hinter dem kleinen Rettenstein links der Glockner. Höchster Berg von Tirol. Der Glockner. Ja, der höchste Berg von Tirol. Höchster Berg von Tirol, aber auch höchster Berg von Österreich. Von Österreich, ja. Okay. Zuerst kommt Tirol. Zuerst kommt Tirol. Passt. Und dann hinter dem großen Rettenstein ist dann der große Venediger. Und dann natürlich wieder Möselalm als Stein. Martin. Und ich wieder, ja. Mich kennt sie. Grüß euch. Es ist echt saugeil zum Fahren, aber wenn wir da weg sind auf Honte, dann zieht es so einen Haxen auf. Oh, man.
Das war's, ihr habt's gesehen. Das war abenteuerlich und teilweise gar nicht so leicht. Nein, und ganz schön matschig zum Schluss. Ja, stimmt. Ja, und es ist gut gegangen. Besser wie das letzte Mal. Ja, das ja. Vor allem rauf war leichter. Ja, ja. Aber wir hoffen, dass es schon wieder alle nicht so anstrengend wird wie das jetzt. Oder keine Ahnung. Wow, es ist echt eine Vloggerei. Das überlegen wir jetzt noch. Und ja, siehst, bleibst dabei. Daumen nach oben nicht vergessen. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.